Ändere ich meine Meinung zum Online-Hörgeräteverkauf? Das erfahren Sie in diesem Video. Mein Name ist Max Bauer von Neues Hören aus München. Ich bin Hörgeräteakustiker und wenn Sie sich generell für das Thema Hörgeräte und Tinnitusbehandlung interessieren, dann abonnieren Sie jetzt gleich mal diesen Kanal. Vor einiger Zeit habe ich ein Video gedreht über den Online-Kauf von Hörgeräten. Das blende ich jetzt oben einfach mal ein. In diesem Video bin ich auf die Vor- und Nachteile des Online-Kaufs eingegangen. Darin habe ich Ihnen auch erklärt, wieso eine Anpassung im Ladengeschäft immer besser sein wird als eine Online-Anpassung. Das Argument, das Haus nicht verlassen zu müssen beim Hörgerätekauf, scheint aber für viele Betroffene ein echter Beweggrund zu sein, sich Hörgeräte im Internet anzuschauen. Und deswegen habe ich mich zu Folgendem entschlossen. Sie können sich jetzt bei mir für eine Hörgeräte-Fernanpassung bewerben. Was Sie benötigen, um sich für die Fernanpassung zu bewerben, ist eigentlich nur ein aktueller Hörtest. Ob Sie jetzt schon Hörgeräte tragen oder noch nicht, spielt eigentlich erstmal keine Rolle. Unter allen Interessenten wähle ich dann genau 3 Personen aus. Mehr schaffe ich im Moment leider nicht. Dann werden wir einen Termin für ein Telefonat ausmachen und in diesem Gespräch werden wir genau auf Ihre Situation eingehen, einen Anamnesebogen ausfüllen und dann können wir zusammen entscheiden, welches Hörgerät Sie testen möchten, ob das jetzt so ein ganz kleines Gerät ist, nur für den Gehörgang oder ein Gerät auch hinter dem Ohr, ob Sie Streaming benötigen oder nicht. Lieber Akku oder Batterie, diese Dinge werden wir dann festhalten. Und dann passiert Folgendes, ich werde die Hörgeräte erst auf Ihr Audiogramm genau einstellen. Dann schicke ich Ihnen die Geräte zu. Sie packen die dann also aus, rufen mich bitte an. Ich erkläre Ihnen das Einsetzen und dann werden wir mittels Fernanpassung, Sie benötigen also ein gutes, stabiles WLAN, werden wir die Hörgeräte feinjustieren. Dann dürfen Sie gerne die Geräte eine ganze Woche lang zur Probe tragen und anschließend brauche ich bitte Ihr Feedback, um auswerten zu können, wie gut die Anpassung war und wie zufrieden wir beide damit sind und ob das tatsächlich etwas für die Zukunft sein könnte. Ich freue mich also auf Ihre E-Mail bitte an münchen@neueshoeren.com, ist unten in der Infobox verlinkt. Wenn Sie jemanden kennen, der gerne Hörgeräte ausprobieren möchte, dann leiten Sie doch einfach mein Video an Ihren Bekannten oder Freund weiter. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie meine Videos weiter schauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao, Ihr Max Bauer.